Wieso gibt's hier kein Victory? Nein, nicht nach oben. Nicht auf den... Au! Au, ich hab mir gerade... Au, verdammt, ich wollte doch nur so ganz, ganz leicht touchieren. Stattdessen habe ich eine volle Kanne gegen den Kopf gehauen. Moin Leute, meine Damen und Herren, es ist mal wieder soweit. Wir stürzen uns in die Welt der völligen Korruptheit. Und das bedeutet nämlich, wir zocken Levels von euch in Happy Wheels. So, Paluten Easy. Ah nee, nicht Paluten Easy, Paluten Eats Shit. Was? Der brauchen wir aber definitiv mal einen besseren Titel, lieber Le Soul Cream. Mr. Le Soul Cream. So, beep, 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 mein Telefon. Meep. Wie beginnt denn diese Folge überhaupt? Mega gestört. So, wie heißt Palutens YouTube-Channel? Tipp, es ist nicht Paluten. Falls du Paluten gesagt hast, war die Antwort richtig. Du gewinnst den goldenen... Junge, wenn du Kackhaufen schreibst, dann schreib auch Kackhaufen richtig. Und dieses Level, viel Spaß. Was geht denn? Da fängt ja gut an. Och nö, das ist schon wieder Sonnenlevel. Ach komm. Ja komm, unsichtbare Wand. Ja komm! Ich werde diese Level nicht mehr... Das ist einfach Trial and Error. Das ist einfach... Ja, komm, was hatte ich denn da? Guck mal, er ist richtig gelenkig. Was ist er denn für einer? Du machst Yoga, oder? Kann ich mich da irgendwie abstoßen? Und... Schuss! Na, komm, ja, was hatte ich denn da? Ich werde dieses Level auch nicht sonderlich lang versuchen, weil mich das jetzt mal nicht so... Oh, verdammt! Nicht so... Wieso gibt's hier kein Victory? Nein, nicht nach oben. Nicht auf den... Au! Au, ich hab mir gerade. Au, verdammt, ich wollte doch nur so ganz, ganz leicht touchieren. Stattdessen habe ich eine volle Kanne gegen den Kopf gehauen. Oh, goddammit. Was willst du denn? Ja, was, hä, wie? Ich schwöre dir. Ich. Das hätte ich gerne nochmal ein Instant Replay gehabt, weil das sah mega komisch aus. Ich schwöre dir, wir sind 2 Minuten im Level. Ich habe keinen Plan. Und ich bin schon fertig. Oh, goddammit. Jo, ist richtig. Komm, hier, warte. Oh, da... Nee, komm. Irgendwann ist auch mal meine Geduldschnur am Reißen und dementsprechend ist da auch nicht ganz so gut die Bewertung. Aber nun gut, Paluten Spike Swing von Rocks. Hey, Paluten, ein schöner Spike Swing. So, wie man ihn gewohnt ist. Viel Spaß und auch rein. Ein Spike Swing? Die töten uns aber nicht, oder? Ah, coolio. Halt ich... Oh, wir haben uns doch noch festgehalten. Elegant. Kann es das sein, dass wir gerade zu gut waren? Das Gefühl hatte ich aber richtig. Warte. Halt dich fest. Das finde ich cool. Ich fand das auch schon mit den Victories ziemlich awesome. Oh. Alle. Hopp. Ja, wunderbar. Wie ein Fisch. Wie ein Fisch auf dem Trockenen waren wir da. Huh. Junge, manchmal vergisst du dich festzuhalten. So, komm schon. Zack. Wieso passiert es uns, dass wir jetzt auf einmal nicht weit genug springen und eben waren wir zu gut. Das Leben ist schön. Das war doch aus irgendeinem Film, wo sie immer sagen, das Leben ist schön. Verdammt, das Leben ist ungerecht und voller Demütigung bei Happy Wheels. Nein! Hä, es springt jetzt so komisch. Ja, warte. Perfekt. So, komm schon. Halte ich da fest. Zack. Jawoll! diese Folge. Das kann nicht sein. Und wieso ist dieses Kabel zu kurz? Ich habe mich hier nicht stranguliert, ohrstranguliert. Ach Mann, ey. Entweder sind wir da zu gut oder zu schlecht. Das kann nicht wahr sein. So, komm schon. Ja? Nein? Leute, ich schwört euch hier, ich würde ja gerne dieses Level ganz easy peasy schaffen. Nur ich finde den perfekten Absprung. Ich ziehe das jetzt 13 Minuten lang durch. Ich guck 13 Minuten lang in die Kamera. Ach komm. Dieses Level bringt mich wirklich zur Verzweiflung. Jetzt. Jawoll! What? Was war das denn? Wie geil das Ende. Richtig nice. Paluten Impossible von S-Zocker 1. Viel Spaß und hallo! Okay. Nein! Warte mal, wie muss ich das...
Hä? Ich kann mich aber... Ah, okay. Ja, aber dann komme ich trotzdem... Doch, doch, wir lösen uns. Okay. Unser Sohn isst nur noch Nudelsalat und... Okay, darunter darf man auch nicht. So, Moment. Lass mich mal kurz hier wieder kurz. Sohnemann. Ja, scheiße gelaufen, würde ich. Oh, warte. Was ist das denn? Ah, nee, das war ganz normal. Da sind Minen. Oh, ja, ja, ja. Heuer, heuer, heuer. Oh! Nein! Ach komm. Nein! Ich hab mich auf. Ich hab den Anfang schon wieder vergessen. Stimmt. Okay, wenn die erste. Okay, die erste Harpune hat uns getötet. Jetzt hat uns der Spike-Ding schon getötet. So, Moment. Perfekt, 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 perfekt. So, nur noch den einen. Das eine Ding überleben. Dann ist alles coolio. Jawoll. Jetzt nur hier runter. Guck mal, ich habe hier sogar so einen Glücksbringer. Junge, du bringst mir kein Glück. Was ist hier los mit dir? Ich schmeiß ihn aber weg hier. Nein, lieber nicht. Der soll sonst ja Glück bringen. Aber der hier... Nein! What? Jetzt. Komm schon. Alter! Don't freaking get on my nerves. And with my awesome English skills. Hoi, 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 hoi. Lass mich, ey, bitte, 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 ich schwöre dir. Harpune, ich finde deine ganze Familie. Und dann, ne? Alter! Le Level is freaking killing me. Ist da gerade irgendeine Tür zugegangen bei mir? Hallo? Ist da jemand? Komm, Leute, das können wir wirklich als Victory verbuchen. Das jetzt hier, damit wir auch mal ein bisschen vorankommen. Denn ich weiß, es kommen immer mehr Level dazu. Und wir müssen ja weiterkommen. Vorankommen. Zum Beispiel ein weiteres Level von MCKK Gamer. Paluten, guck. Hi, Paluten. Hier der zweite Teil von guck. Und ich schätze, dass die Serie bis zum fünften Teil geht. Viel Glück. Okay. Okay. Hui, hui, hui. Heute geht auch alles schief. Oh, die Mine. Oh, nice. Warte mal. Komm schon, lass mich einfach nur ins Ziel fallen. Das wäre einfach awesome. Das wäre awesome. Dann würde der Glücksbringer uns wirklich mal was bringen. Ja, ach komm, dieser Glücksbringer. Ich schwöre dir. Warte mal. Na komm. Verdammt. Es gab mal eine Zeit, da gab es den Victory ganz oft am Ende. Am Anfang. Oh, oh, oh. Oh, da habe ich sogar schon das Ziel gesehen. Stopp. Okay, 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 okay. Oh, warte, warte, nein! Oh Gott, dammit! Wir waren so gut. Wir waren so gut. Jetzt. Stopp! Yes! Was ist hier los? Victory! Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Das ging richtig schnell. Aber Banane! Paluten will mehr 13 von Spider-Parks. Hi, hi, Palutchen. Ein neues Don't Move. Viel Spaß mit Freunden. Grüße, Spider-Parks. Okay. Ein kleines Don't Move. Oh ja, doch, hier habe ich noch was. Aber es ist leider schon leer. Das sind bei unserem lokalen Bäcker steht hier irgendwas drauf, was mich verrät. Also nicht, weil der Bäcker ist direkt unter mir. Hier, Quarkini. Geschmack ist rund. Sind richtig lecker. Kann ich original seit 1997. Steht hier was drauf? Original Quarkini. Hä? Werden die immer geliefert? Ich hab keine Ahnung. So ist das. Hier geht's ja immer noch rund. Aber ansonsten, hier liegt immer noch die Visitenkarte von Herrn Bergmann. Aber die müssen wir nicht nochmal in die Kamera halten. Denn wir haben den Victory bekommen. Oh yeah. So, Paluten, Steine von X-Mastix. Hallo Paluten, ich habe für dich ein Level gemacht. Viel Spaß damit. Ich glaube, ich nehme mal... Obwohl, die sind alle gut bewertet. Ist es immer genau das Gleiche? Ich nehme erstmal das Erste. So, gucken wir uns das mal an. Okay, ganz viele Steine. Okay, das sieht alles noch... Alles ganz schmackhaft aus. Oh, da vorne ist schon der Victory. Komm, komm. Oh, ich bin so ein Dummkopf. Wieso lehne ich mich da noch nach vorne? Ich glaube, wir hätten den... Oh, das wäre ein freaking First Try gewesen. Jawoll, da haben wir die Idee. Wie fandest du die Idee? Schön, kannst du auf jeden Fall fortführen. Paluten Butter. Haha, heute wieder Genick aus Butter, oder nicht? Viel Spaß mit freundlichen Grüßen. Paulomat 55. Nee, 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 nee. Oh Gott. Alles. Ich wollte sagen, alles Tutti Frutti. Aber es ist gar nichts Tutti Frutti. Gibt's da nicht auch so ein Lied? Tutti Frutti. Oh, warte mal. Was ist da los? Nicht mit Pete Dizzle. Ha, da haben wir mal unseren Victory bekommen. Palutenstein, ich guck jetzt nochmal. Ah, ne, das ist genau das gleiche Level.
Das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Wir können zumindest den Try nochmal probieren, aber wir verkacken und dementsprechend müssen wir das jetzt nicht nochmal tun. So, Paluten Fast Run von TR Gocker 0. Einfach mal Gas geben, wird nicht so schwer. Leertaste Geschwindigkeit erst ab dem dritten. Ab der dritten Sekunde dauerhaft drücken. Shift schießen. Ah, oh, okay. Das sieht schon. Warte mal, hä? Ich kann die Dinger. Achso, ich muss sie erstmal festhalten. Oh, Moment. Eine Sekunde. Wir haben es kaputt gespielt. Warte mal. Können wir die nochmal drehen? Ah, nee, die drehen sich. Okay. Warte mal. Erst ab Sekunde 3 sollen wir das benutzen. Achso, er muss sich auch erstmal wieder festhalten. Ich schwöre dir, Opa, ey. So, hältst du dich jetzt fest? Okay. Warte, kurze Drehung. Ja, perfekt. Komm schon, wir kriegen euch alle, Digga. Oh, da unten ist der Victory. Nein, es ist so ein bisschen die falsche Richtung. Zurück. Dieses Ding ist völlig außer Kontrolle. Oder? Ja, jetzt müsste es sich... Nein. Nein. Oh Gott. Oh, geil. Ich cruise jetzt einfach mit voller schmackotastischer Karacho hier längs. Warte mal, unser Typ lebt noch. Aber wir können die Dinger leider auch nicht drehen. Das ist das Problem. Ich meine, ich warte jetzt 3 Sekunden. 1, 2, 3. So, jetzt benutzen wir das. Weil da hinten sehe ich einfach nicht. Aber guck mal, wir fliegen jetzt nämlich da. Aber dann müssen wir eigentlich nach links. Aber man kann das nicht... Was? Level gemacht, was man nicht schafft. Auch egal, dass ich dir schreibe. Achso, das Level kann man nicht schaffen? Ach, komm schon. So, Paluten Boring Course von The Soul Cream. Ja, der Name bedeutet, dass das Level aus Langeweile gebaut wurde, wie die anderen Level eigentlich auch. Naja, viel Spaß mit dem... Shit und Judas Gelingen mit Boring Course. Haare bestehen wie unsere Finger und Fingernägel aus einer Hornsubstanz, dem sogenannten Keratin. Okay, bist du jetzt schlauer? Nicht unbedingt. Weil ich glaube, ich verliere mindestens immer richtig viele Gehirnzellen, wenn ich Happy Wheels spiele. Und mich aufrege. Ja, na. Warte. Nein, okay, wir brauchen irgendwie ein anderes Timing. Wow, warte. Die könnte man eigentlich... Oh, nein. Da unten ist eine Mine, die könnte ich benutzen. Na, warte, vielleicht funktioniert das tatsächlich. Jetzt. Na, verdammt. Oh, jetzt, komm. Oh komm, ey, das hat er am Ende nochmal die freaking Harpunen eingepumpt. Wisst ihr was, Leute? Das soll's für heute gewesen sein. Diese ganze Folge war einfach eine pure Korruptheit. Und wie gesagt, der hier, kauft euch so einen nicht. Die bringen kein Glück. Was ist da los? So, Leute, wenn euch das Ganze trotzdem gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Booyah!